Und damit. Dima hier. Mario geht es nicht besser. Wir brauchen mehr Medikamente. Komm zur Höhle, so schnell du kannst. Ja, und damit offensichtlich Dima hier. Nein, willkommen zurück. Das kostet 3 mit mir, dem Drake. Ja, da sitze ich hier. Chill gemütlich bei einer Tasse Pudding und denke mir so, Mensch. Ah, ist ja noch Just Cause Folgen. Ja, bis zum Wochenende. Pustekuchen. Heute ist der 14. und heute kam auch die letzte. Ich habe für morgen keine. Dann schon sitzen wir hier. 11 Uhr mit einem Pudding und nehmen wir schnell ein paar Folgen Just Cause auf. Was macht der hier gerade? Schmarre, was ist das denn? Muss wie ein Unfall aussehen. Jetzt nicht. Wir waren gerade dabei, hier mehr oder weniger. Wie es aussieht, eher weniger. Hier habe ich ein bisschen was. Uns um ein paar hiervon zu kümmern. Aber ganz ehrlich, ich wollte eigentlich nur eine einzige Mod haben. Jetzt erstmal als nächstes. Und die gehörte nicht dazu. Das brauche ich. Das wäre ganz cool, dieses Triebwerk für die. Für die Düsen, da muss ich also mehr Sprengsatzmods machen. Das brauche ich alles erstmal nicht. Hier, stärkere Verbindung, die brauche ich eigentlich unbedingt. Damit ich ein bisschen besser ziehen kann mit dem Kram. Das heißt, ich muss mehr so Hakendinger machen. Also ich wollte mich jetzt einfach mal schnell spezialisieren. Ich konnte das doch hier auch irgendwie filtern. Achso, ich kann nur nach Herausforderungen im Allgemeinen. Hallo? Nein? Weg. Psst, piss dich. Danke. Okay, haben wir's. Hakendinger, Hakendinger, Hakendinger. Da hab ich ja keine. What now? Da habe ich hier überhaupt keine. Na, so ein Müll. Gut, also keine Hakendinger für uns. Bomben brauchte ich. Gucken wir mal dahin, gucken wir mal dahin. Ich stehe da und da ist ein Bombensymbol. Rechtsklick, Wegpunkt setzen. Noch 3 benötigt, das wären genau die, die ich brauche hier. Hey, was, wie komme ich denn aus der blöden Karte? So. Bin ich nicht normalerweise an einem Auto? Ja. Ich brauche nicht so die schlechte Hütte. Hin. Tucker, 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 brumm. Na lang. Also ich und Fahrzeug, stellt euch schon mal darauf ein, dass das nicht wird. Ich hoffe, die Lautstärke-Settings passen jetzt. Ich habe die jetzt überhaupt nicht geprüft vorher. Ich muss aber sagen, ich habe schon so ein bisschen Bock. Also ich habe gerade richtig Bock auf das Game. Sonst hätte ich jetzt auch nicht aufgenommen, da wäre halt morgen meine Folge ausgefallen. Da bin ich ja ganz ehrlich, wenn ich keine Lust habe, nehme ich nicht auf. Aber jetzt, wo ich es wieder sehe und wieder drin sitze, könnte wieder mehr als 1-2 Folgen werden und ich werde morgen wieder total breit sein. Was aber nicht stört, also ist überhaupt kein Problem. 4-5 Stunden Schlaf reicht völlig aus, wenn man es halt nicht übertreibt. Ja, genau. Ich meine jetzt eher breit sein im Sinne von schwer aus dem Bett kommen. Das gibt sich dann meistens nach dem ersten Kaffee. Crash Bombu, Leuchtturm-Explosion, dein Ziel ist Bombe, explodiert, bla, Leuchtturm, super. 10.000 Punkte brauche ich. Start. Die erste Runde ist wie immer ein bisschen Testfahren. Ah, das sieht ganz anders aus wie auf dem Bild. Motor aufgeladen, bleibt über 60 Stundenkilometer. Hoppla, sehe ich gerade so. Soll ich da in der Luft abspringen oder was? Ach nee, gar nicht. Das war eigentlich total sinnlos. Ach ne, jetzt echt jetzt? Echt jetzt? Kurz vorm Ziel? Ja,
Ja. Ein Huckler kurz vorm Ziel, weißt du? Alles war am Arsch. Wiederholen. Nicht total easy. Warum auch immer man in dem Video ein anderes Auto hat wie jetzt, aber... Eigentlich total gechillt. Keine Ahnung, warum das jetzt sich dann als so schwierig erwiesen hat. Na komm schon. Hallo. Jetzt losfahren. Achso, ich sollte vielleicht nicht Handbremse drücken hier. Sieg ist... Nein, nein, nein. Ah. Gib mir doch keine Fahrzeuge. Was macht er denn noch? Guckt euch das doch mal an. Was ist denn das? Ich lenke ganz normal, wie auf Safe. Jetzt ist jetzt hier das Ding schon mal weg. Ja. Eigentlich total verkackt, aber hat gerecht für die 3 Sterne. Hätte sogar fast für 4 gerecht. Ja. Das hat gezählt, oder? 3 Punkte, komm schon. Ja, recht. Jetzt haben wir ja Triebwerke. Und als nächstes kriege ich... Ach so, die lockt so an. Das ist ja eigentlich auch... Naja, vielleicht in einer Mission oder so ganz praktisch. Standbild? Standbild? Ach, come on. Ich wollte doch einfach nur aufnehmen. Ach, ich musste nochmal Leertaste drücken. Es stand bloß nicht da. Gott sei Dank. Oh. Da habe ich schon das Schlimmste befürchtet. Ja. Hä? Ach ne, Leertaste ist nochmal machen. Ne, nichts nochmal machen. Beenden. Ich bin hier völlig zufrieden. Wir drücken Escape. Wir drücken Tab. Wir drücken Mods. Wir drücken Triebwerk. GE64 Sprengsätze werden kurzzeitig zu Raketentriebwerken. Aha. Mach mal weg. Zack, weg. Gerät ausschalten? Achso, ausschalten im Sinne von hier so. Ich hab doch hier ein Fahrzeug. Ja, ja. Na, das war so. Müsste reichen. Sprengsatz zünden. Oh, ich hab vergessen, dass da ja das Bavarium drin war. Alter Schwede, hat das hier rums. An mich selber kann ich es ja leider nicht kleben. Dann zeigen sie eben hier haufenweise Mist an. So, eins mit Ketten haben wir hier. Aha. Hallo, scrollen auf der Map, danke. Hier ist das eine, aber das haben wir jetzt schon gemaxt. Ja, man könnte ja echt sagen, das ist jetzt sehr schmalbrüstig, ihr seht hier. Und man würde jetzt nicht mal unbedingt lügen. Gerade von denen gibt es hier gerade nicht so viele. In den anderen Regionen war ich ja überhaupt noch nicht. Na gut, auf zur Mission. Was? Was? Bullshit. Mission. Habe ich nicht... Ich müsste eine Hauptmission hier irgendwo haben. Zur Höhle und so. Ach, das war ja schon hier drüben in Guerda. Guerda oder wie auch immer. Aber selbst hier haben wir nicht so eine Mission mit so einem Füßchen. Na gut, machen wir erstmal noch eine Mission. Oder? Ah, ich bin mir gerade nicht sicher. Die ganzen Dinger hier abzufarmen. Vielleicht mache ich das auch echt mal offline. Weiß ich nicht. Könnte aber was Witziges bei rumkommen. Ach, wisst ihr was, diese Folge. Ich bin jetzt eh mal hier, bevor ich jetzt bis darüber fahre. Das muss ich mal irgendwie mal anders machen. Hier, die Höhentour. Ach, wenn ich schon da lese, die Höhentour. Oh. Braucht das jetzt eigentlich so eine Fackel? Oder was macht das? Mal hier lesen, dass er braucht so eine Fackel.
Eins von eins Schnellreisefackeln. Ne, das hat's irgendwie nicht verbraucht. Gut. Wingsuit Course. Ja, ja, Wingsuit Course halt. Jetzt haben wir uns ja gemerkt, ich kann meinen Zuganker benutzen. Hoffentlich denke ich jetzt dann auch dran. Wie war der nochmal? Mit Rechtsklick? Ja, ja. Alle Symbole hat ein bisschen was von Mass Effect. Hm, oder von Assassin's Creed so. Den ersten trifft man eigentlich immer. Ja. Beim zweiten müssen wir mal gucken, wie wir den nehmen müssen. Ich habe erstmal einen großartig rausgeholt. Großartig reicht mir ja. Das war sogar ein Perfekt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das irgendwie schaffe. Wir riskieren nichts, bleiben bei einem großartig. Oh, liebe Leute, das war mega knapp. Wir nehmen großartig mit, wir nehmen noch ein Perfekt mit. Noch ein großartig hier. Ich muss mir merken, Steuerung zu drücken. Schaffe ich hier 3? Um das zu schaffen, muss ich den Perfekten. Das war knapp, aber ich habe es geschafft. Zack, zack, zack. Reicht. Als nächstes kriege ich Schleuderboost. Ja, der wäre sogar gar nicht so übel. Verlassen. Immer das Problem, dass du danach ja irgendwo auf die Fresse fliegst. Mach mal hin hier und schwimm dir mal einen hin. Ja. Mach auch hier. Das steht hier einfach so, das Boot, ist klar. Dann haben wir diesen Wingsuit-Kurs. Den haben wir schon. Den haben wir gerade. Das Bombending haben wir gemacht. Das ist Zerstörung. Kluge Zeitzünder. Eine kluge Zündschnur. Das brauche ich nicht. Land-Turbosprung. Schleuderboost wäre halt echt cool. Ich suche gerade ein letztes Mal, ob ich nicht irgendwo doch so ein Gerät habe mit diesen Häkchen. Ich will eigentlich diesen stärkeren Ankerhaken haben. Aber nee, die wollen nicht. Ja, einen machen wir noch. Da habe ich sogar schon einen Punkt. Wenn ich dort 3 kriegen würde. Wir versuchen die mal, die Amamela-Tour. Das ist auch ein ganz schönes Stückchen. Ich gucke mal, ob ich mir ein Auto schnappen kann. Ich würde jetzt hier ungern alles mit Schnellreisen machen. Weil es einfach nicht cool ist. Ein Fahrzeug? Ah, da. Na da. Was war das denn schon wieder? Rein hier. Ist doch mal ein Fahrzeug. Wenn ich zurückschauen. Vorne Gas geben. Herrlich. So, wie war denn das jetzt hier eigentlich? Also, der hat keinen Nitro-Boost, weil der ja nicht aus der Garage kommt. Ist kurz noch unten. Habe ich dann Frame-Loss gehabt? Nee, habe ich nicht. Also, ich habe hier rechts noch meine Hardware-Specs offen. Also, die GPU, die langweilt sich ja eigentlich bei 60%. Also daran liegen die Rucker nicht. Die CPU... Oh, sollte vielleicht ein bisschen mehr auf die Straße ab. Hat keiner gesehen, Ruhe. Ne, halt, den wollte ich ja gar nicht machen. Den wollte ich ja gar nicht machen. Oh, das war doch nichts. Was ist hier gerade passiert? Kann ich den da so ein bisschen riden? Boah, gucke, wie ich da dran klebe. Xukabubungos hat mich besiegt. Wer ist ein Xukabubungos? Kenne ich nicht. Ich kenne ja nicht jeden, der da drüben eingezeigt wird. Oh, steig schnell wieder ein. Die Kiste kriegen wir noch. Herrlich. Da lang? Ich habe mein... Ach, du willst jetzt ernsthaft, dass ich so rumfahre, obwohl ich... Komm schon, Boy.
Ups. Ist nicht wirklich. Nein, nicht doch noch weiter. Das war die beste Idee des Tages. Och Mann, oh. Ich bin so unfähig mit Fahrzeugen. Sogar sagen, wir können ja eigentlich mal trainieren, ob wir durch den Tunnel durchkommen. Naja. Hey, das. Oh. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und ja, ich fahre wieder auf der linken Seite. Schnauze. Ich fahre gerne auf der linken Seite. Ah, meine Boys. Oh, in der Hood. In so eine Dreckskarre hier. Was ist das hier? Hm, der hatte dort einen kleinen Unfall. Könnt ihr mir nicht mal erklären, warum ich jetzt dann eigentlich einen riesen Umweg fahren sollte? Und immer noch soll? Hört jetzt hier gleich die Straße auf, oder was? Okay, die führt mich ein bisschen in eine komplett falsche Richtung. Ah ja. Alles explodiert. Mein Auto aber nicht. Ich bin Imber. Willst du mich jetzt verarschen? Hallo? Hey, was machen Sie da oben? Und los geht's. Penner. Ja, so wirklich Schub gibt ihm das jetzt aber nicht. Ups. Naja, ich dachte, den zischt jetzt hier übelst durch die Kante. Aber wahrscheinlich muss ich da auch wieder noch einen stärkeren Schub skillen oder was weiß ich. Komme ich da zwischendurch? Das wäre auch zu schön gewesen. So. Diedel da, Diedel do. Darüber müssen wir mal näher tour. Weil ich das letzte Gerät noch haben will. Ich probiere mal hier was. Ranziehen und nach oben, ja. An den, der mir das vorgeschlagen hat, mit ranziehen und nach oben. Wie du siehst, nicht immer hilft das. Mach mal hier den Zack. Winsu-Tour, ist mal näher. Ach, das ist sogar eine der ersten Touren noch, die Manea-Tour. Die allererste. Warum brennt denn der? Dem hat keiner was gemacht. Sehr vertrauenserweckend hier. Aber das ist die allererste, die ich schon so oft gefailt habe. Aber vielleicht mit den neuen Tricks. Ne, das ist nicht die Tour, die ich schon so oft gefehlt habe. Ach, ich dive extra noch schön weg. Den wollte ich unbedingt nicht haben. Ich habe ihn gehasst. Ich hätte jetzt hier mich entscheiden können. Oh, die Idee war nicht übel. Bei der Idee ist es leider geblieben. Das wäre sogar schon ein Punkt mehr gewesen. Der hat instant gezählt sogar, dieser Stern. Wenn ich mich da gut durchziehen kann und den ersten richtig mitnehme mit 2K, könnte das schon reichen. Da will ich eigentlich gar nicht, obwohl es gibt einen Weg außenrum. Why risk so much? Beim Außenrum sind viel mehr. Ne, das sind auch 2. Wenn ich die Perfekte gebe, die genauso viele Punkte wie die anderen. Also why border? Bader? Border? Büder? Kein Englisch today. Okay, das hat gereicht, das habe ich gesehen. Ich fliege wieder ins Wasser. Wie immer eigentlich nach den Dingern. 3 Stück und damit haben wir jetzt den Schleuderboost für unseren Fallschirm. Als nächstes kriege ich Einziehen mit Kick. 1. Lass mal nicht mal. So. Schleuderboost. Halte beim Schleudern eine Geschwindigkeitsschub, indem du Umschalt hältst. Ach, für Umschalt. Das habe ich ja bis jetzt noch nie versucht. Ich muss echt lesen. Es tut mir leid, ich muss echt lesen. Ach, wieder nicht Umschalt gehalten. Sollten Sie mich eines Tages besuchen, koche ich für Sie und alle Ihre Freunde. Erlauben Sie es mal. Fisch, Pasta, Fleisch, was Sie wollen. So viel schneller macht mich das jetzt aber nicht.
Also, das ist jetzt Standard. Help. Ah, ich muss schon vorher gedrückt halten. Da gibt er echt Gummi. Alter Schwede. Sind wir auf den Linkshut? Boah, da gibt er richtig Gas. Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Ich feiere das gerade total. Ja. Kollegen? Unsere Familie hatte ein Haus im Norden, bis es die Armee niedergebrannt hat. Jetzt haben wir nur noch die Revolution. Warte, ich helfe euch. Ja, es muss reichen. Wie löse ich die Kacke nochmal? Mein Großvater war Winzer in der Nähe von. Fuck, wie löse ich das nochmal? Jetzt fahren die am Kreis. Wie löse ich das? Alt? Bin ich ein Rebell. Nee, Steuerung. Meine Söhne und Töchter F, wohl mal G. Ja, aua. Als Kind sind wir. Ich muss ganz kurz nachgucken. In den Gewässern. PC-Steuerung, Verbindung. Ach, V. Natürlich, für Verbindung lösen, V. Um Insula Drakon immer gesegelt. Zack. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Da geht's dann weiter. Jetzt habe ich erstmal das Upgrade, was ich wollte. Nein, ist nicht das Upgrade, was ich wollte, aber das war die Notlösung des Upgrades, was ich wollte. Ja, dann schnappe ich mir ein Flugzeug und dann geht's hier rüber zur Höhle. Macht's gut, bis dahin. Ciao.